Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Jo, ich bin für meine Verhältnisse schon lange nicht mehr vor der Kamera gehockt. Die Gründe dafür, ja. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel um die Ohren. Ich habe einfach das Gefühl, die Zeit flutscht mir dorthin. Und wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, dann habe ich irgendwie keine Lust oder würde unbedingt was anderes machen. Darum, ja, hinke ich jetzt wirklich gewaltig hinein an. Aber ich habe eigentlich so viele schöne Sachen, die ich euch zeigen und euch auch zeigen werde. Darum werde ich mich jetzt wirklich am Riemen reissen und werde versuchen, in nächster Zeit wieder fleissiger zu drehen und auch ein bisschen mehr Videos zu hochladen. Ja, loslegen tue ich mit dem Video jetzt. Das ist ein Haul von einem neuen Shop, also neu in Anführung, Schlusszeichen. Ich denke, viele kennen sie. Und ja, es handelt sich dabei um Dani. Dani Smelz, besser gesagt. Ihre Produkte könnt ihr nur über ihre Facebook-Gruppe erwerben, sozusagen. Also, wenn ihr Interesse habt, kommt in die Gruppe rein. Zu der Dani selber kann ich nur sagen, Dani ist eine mega Liebe. Ich glaube, dass sie schon seit Jahren selber tüftelt und wie da genau zustande ist, weiß sie nicht, aber ich weiß, sie macht es hobbymäßig nebenbei, mit Liebe und ja, ich bin mir sicher, sie will keine Profite damit machen, weil ja, sie hat wirklich super Preise, also da kann man echt nichts sagen. Wie es genau abläuft mit dem Bestellen bei ihr, weiß sie nicht. Ich kann euch sagen, wie das einfach dort mal war. Sie hat Fotos hochgeladen mit der Anzahl, die verfügbar sind. Und ja, der schneller ist der geschwinder sozusagen gewesen. Also, wenn man schnell geschrieben hat, hat man dann auch Glück gehabt und hat das Produkt können kaufen. Ja, ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt und würde sagen, ich zeige euch, wann ich es gekauft habe. Wir legen los mit den Goodies, so viel. Vielen lieben Dank, Dani. Und zwar mit einem ganz herzigen Mail. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen in dem Licht. Und zwar ist das so ein ganz süßer kleiner Loi in der Duftrichtung Light Blue Type Herren. Und wenn ich mich nicht täusche, ist da ein Duft von Dolce & Gabbana. Und der ist in Kalt jetzt so mittelintensiv. Also ich schmecke nicht so viel, aber ich bin sehr überrascht, dass er nicht so herb duftet. Also eigentlich finde ich ein ganz untypischer Herrenduft. Er ist frisch, aber sehr leicht, finde ich. Also ja, eben, das Herbe fehlt einfach. Ja, ich bin aber eh nicht so Parfüm-Duft-Fan, wenn man das sagen kann. Oder vor allem so Herrendüfte sind nicht so meins, auch wegen dem Kopf. Darum wird der leider weggehen. Der nächste Duft ist, glaube ich, sehr ein begehrter Duft in ihrem Shop. Und da habe ich so ein hübsches Würfel bekommen in der Duftrichtung Pfirsich Quark. Der ist in Kalt sehr intensiv. Erinnert mich ehrlich gesagt an einen Pfirsich-Eistee. Ja, ich mag leider kein Pfirsich. Ja, ich bin ein heikel, ich weiss. Darum wird der auch weggehen. Der nächste ist in dieser Form. Und das ist der Duft Shea Coconut. Ich nehme an, eine Mischung aus Shea Butter und Coconut. Ja, und da ist erstaunlicherweise der Shea Butter viel dominanter als Kokosnuss. Ein bisschen schwererer Duft. Und ja, leider wird der auch weggehen, weil ich Kokosnuss nicht so mag und auch nicht vom Kopf her so verträge. Dann habe ich so ein Herzli mit Glitzer bekommen, in der Duftrichtung Stachelbeerkompott. Der ist in Kalt, oh, mega intensiv, sehr fruchtig, schmeckt nach Stachelbeer. Und auch der wird leider weggehen, weil ich habe schon von zwei anderen Shops Stachelbeerdüfte gehabt und auch schon in der Lampe gehabt und habe festgestellt, dass ich den Duft leider einfach nicht mag. So, und dann kommen wir zum letzten Goodie. Und zwar ist da der in der Duftrichtung Honigmilch.
Und der schmeckt ganz, ganz fein. Erinnert mich sehr stark an Duft Oatmeal Milk and Honey, also nur mit Haferflocke. Ja, ganz, ganz, ganz lecker. Ich weiß noch nicht, ob ihn behalt oder ob ich den der auch wird weiter verschenken. Also ich freue mich wirklich über jedes Goodie, aber ich habe auch so viel Wachs, dass ich den eben gerne auch so Goodies mal verschenke. So, dann gehen wir über zu meiner Bestellung und die zwei Düfte, die mich dazu bewegt haben zum Bestellen, die zeige ich euch am Schluss. Ich lege los mit zwei Scentshots. Der erste Duft, einer von meinen All-Time-Favorites, ganz pure, reine Pink Sugar mit ganz viel Glitzer, was ich mega schön finde. Ja, ich liebe den Duft einfach mega, mega fein, darum habe ich mal bestellt. Der nächste Scentshot ist in der Duftrichtung Seaside Holiday. Ich nehme schwer an, dass da ein Dupe ist zu einem Duft, den es schon gibt. Ich weiß es aber nicht. Ja, und der Duft ist ganz anders, als ich erwartet habe. Also ich finde, er hat nichts Aquatisches, sondern geht eher ein bisschen in die Richtung von frisch Wäsch und Spa. Er ist zum Gott sei Dank auch nicht grün, weil die Farbe ist grün. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht geht er ein bisschen so in die Grasrichtung. Ja, irgendwie hat er was drin, wo ich schon kenne. Da bin ich mir unsicher, ob er ein bisschen für meinen Kopf nicht so gut ist. Leider. Er ist sehr intensiv. Ja, aber ich glaube, ich verträge ihn vom Kopf her nicht, darum wird er eventuell auch weggehen. So, den eine ganz herzige Form. Ich glaube, der hat sie auch mal als Titelbild ihrer Gruppe gehabt. Ist der Würfel mit der Tasse, da finde ich Hammer. Und da ist, ja, der Duft passt. Eindeutig ist Black Coffee. Oh, da muss ich schon nur das Säckchen öffnen und es kommt so eine starke Duftwolke. Ein sensationeller Kaffeeduft. Nicht zu süß, aber auch nicht zu herb. Reiner Kaffee, mega, mega lecker. Über den freue ich mich riesig. Dann kommen wir mal zu einem Duft, wo ich nicht weiss, ob das ein Dupe-Sie-Söl zu Ginger Morning von Tracklemoon, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, für meine Nase ist es kein Dupe. Das ist die Mischung Ingwer-Limone. Ist aber auch ein mega, mega leckerer Duft. Ich finde einfach, der hat einen sehr großen Anteil Limone drin. Und beim ja, Ginger Morning schmeckt man dann doch noch mehr den Ingwer, finde ich. Ist ein bisschen schärfer. Aber ja, also der ist auch sensationell. Mega, mega, mega lecker. So, und dann kommen wir auch schon zu den zwei letzten. Ja, und den einen konnte ich gerade doppelt ergattern, bin ich so happy. Und zwar ist das der Duft Walk the Beach Again. Oh, ich finde die Muschelform so genial, also mega, mega schön. Hammerduft. Ja, ihr könnt euch vielleicht denken, es ist ein Dupe zu Yankee Candle, Beach Walk. Einer von meinen, wenn nicht sogar mein Lieblingsduft von Yankee. Ja, also sensationell frisch, aber weich. Ja, ein sensationeller Duft und ja, bin mega, mega happy, habe ich zwei verwischt. Und der letzte Duft. Zum einen habe ich ihn gekauft, weil ich den noch in keinem anderen Shop gesehen habe. Und zum zweiten einfach aus Nostalgiegründen, weil, ja, es ist ein Shampoo, wo es, glaube ich, nicht mehr gibt. Also ich habe den, glaube ich, nie mehr gesehen. Ich müsste mal schauen, aber nein, ich glaube, ich täusche mich nicht. Und ja,
Darum habe ich auch gerade 4 davon gekauft. Und es handelt sich um den Duft Timothée. Ja, als ich kleiner war, ich weiss noch, wir hatten die Heike. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mehr gewusst, wie der duftet. Ich, ja, man vergisst ja so viel, das finde ich eigentlich mega schade. Darum, ja, habe ich mir den gerade so ein bisschen auf Horror kaufen. Und es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich fast ein 1:1-Typ. Also ja, nein, schmeckt wirklich wie das Timothée Shampoo. Er ist sehr stark. Ich werde wahrscheinlich auch zuerst noch mal eins rein tun, weil ich muss aufpassen, dass er nicht stechend ist für meinen Kopf. Aber er ist so schön frisch, ja. Man muss natürlich so Shampoo-Düfte mögen, so ein bisschen kräuterige. Aber also ich stelle mir das super fürs Schlafzimmer vor. Und ja, ich freue mich schon wirklich riesig zum Testen. Und eben, wie schon gesagt, sonst noch in keinem Shop gesehen. Und ja, finde das eine super Idee. Ja. Also meine Lieben, das wär's gewesen. Also Dani, hast wirklich ganz, ganz super Düfte kreiert. Ich freue mich schon sehr, um die zu verdüfteln. Und wie gesagt, wenn euch die Sachen interessieren, geht in ihre Facebook-Gruppe. Also meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund bis dann und macht's gut. Tschüss zusammen!